Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone. Und zwar hier auf meinem Kanal und ich spiele wieder eine Runde Priest Quest Deck. Ne, wie nenne ich das immer? Gehen wir auf Standard und dann Quest Priest, genau. Letztes Mal habe ich auch eine Folge gebracht, 15 Minuten lang. Jetzt wollen wir die nächste Folge bringen. Hearthstone ist gerade am Runterrattern, das geht voll gut. Macht mir richtig Spaß. Und ja. Suchen wir mal einen Gegner. Gegen der Jaina. Ich hoffe, ihr seht jetzt hier an der Seite den Deck-Tracker. Ich hoffe, ich habe es behoben, dass ihr es sehen könnt, weil letzte Folge habe ich es gesehen, aber ihr nicht. Quest immer behalten. So, die ist natürlich scheiße am Anfang zu haben. Einer ist ganz okay. Oh, sorry, bin ein bisschen müde. So, das spielen wir jetzt mal aus. 7 Diener mit Todesrüchen brauchen wir. Er haut direkt die Coin raus und Zauberlehrling und Spiegelgestalt. Ja gut, das ist eine krasse Kombo. Den kann er jetzt natürlich wegpingen. Was soll ich machen? Ich kann nur die 1er-Karte spielen oder die Karte. Dann kann ich natürlich die Karte spielen, weil die 1er-Karte genauso weggepingt werden könnte. Und der wird sie pingen. Das ist ja dieses ganze Aggro-Kack. So, jetzt die Frage. Ich glaube, ich mache beides. Dann hoffe mal, dass ich mit Glück den hier treffe. Und kriegt er ihn weggepinkt. Überlegt gerade, soll ich die Karte spielen oder nicht? Ich hätte jetzt diese Arcane Geschosse. GG. Wäre direkt GG. Weil dann hätte er beide geklärt, vermutlich. Überlegt, wie macht er das am besten? Wenn er damit tradet. Oh, bin ich müde, ey, sorry. Wow, das ist nicht so gut. Und ein Kobold-Geomant. Ich spiele jetzt die 4-Mana-Karte aus oder nicht? Nee, ich spiele die Kombo-Nummer. Weil die Karte ist ziemlich geil. Weil die kannst du immer spielen, fast immer, wenn die Gegner hat. Und du gewinnst damit richtig gut die Board-Kontrolle zurück. Weil erstens, 2 Mana, billig. Zweitens, für 2 Mana ein Angriff ist nicht gut, aber auch nicht mega scheiße, weil es geht halt noch, weil die meisten haben so 2 Angriff, maximal 3. Und ein Damage ist noch immerhin, da macht man Damage. Für 2 Mana ist es nur 1 Mana immerhin noch ein bisschen Damage. Und dann noch die Passive, dass man 3 Schaden auf einen zufälligen Feind trifft. Und das sind sozusagen 4 Damage für 2 Mana, die über OP sind. Okay, er macht da keine Geschosse. Oh, lucky. Jetzt werde ich genau das hier machen. 2 von denen haben, mich healen, damit ich noch überleben kann. Und er hat jetzt schon an der Seite viele Zauber raus. Ich finde das auch ziemlich praktisch, mit den ganzen hier zu sehen. Ich hoffe, ihr seht das wirklich. Bitte. Ich glaube, ihr seht das gar nicht. Ah, ich weiß es nicht. Ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, ob ihr es seht oder nicht. Aber ich kann es auch selber gucken. Und er drückt mir einfach einen Feuerball ins Gesicht. Alles klar. Dann sollte ich jetzt schnell meine Quest erfüllen, damit ich safe bin vorm One-Shotten. Das ergibt für mich keinen Sinn, was er jetzt gemacht hat. Okay. Überlege, soll ich das so machen, weil dann wäre die Passive halt überused ist. Ich mache es aber trotzdem, weil mir 2 Damage wichtiger sind.
So, 16 Leben wieder. Na gut, da hat er meinen ganzen Spot geklärt. Aber eine Runde, die wir überlebt haben. Ich bin Late Game gut. Habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Ich ziehe mich gerade lieber erstmal, damit ich aus der Gefahrenzone raus bin. Vom One-Shotten. Fünf Damage. Na ja, gut, er kriegt eine gute Karte raus. Die Quest ist erfüllt. Ich glaube, ich bin ja nicht raus. Wenn der Fehlschlag macht, bin ich ziemlich im Arsch. Ich heile mich nochmal. Ich hätte natürlich auch den hier heilen können. Aber ein Leben nur mehr geben. Dafür gebe ich mir lieber zwei. Feuerball da drauf. Okay. Er hat wieder Ressourcen verwendet. Zweite Feuerball da raus. Für nicht sozusagen. Das konnte ich gut kompensieren. Ich glaube, ich mache das jetzt so. Na, ich weiß nicht, die Karte sollte ich nicht raushauen. Oder? Ne, die Karte haue ich nicht raus. Ich kann natürlich immer den hier spielen. 5 Mana, 8 Achter, aber er hat Safe und Sheep. Und, gut, dass der Flamestrike, gut, dass ich den nicht gespielt habe. Ich glaube, jetzt muss ich die Karte spielen, weil die alleine macht mir keinen Sinn. Die Karte ist nicht so geil, allein zu spielen. Ich spiele lieber mit Holy Nova zusammen. Hat aber auch keinen Sinn. So, jetzt wird der Sheep kommen. Bitte hat er keinen Sheep, bitte hat er keinen Sheep. No. War ja klar. Jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich keine Karten mehr. So, ich verstehe gerade nicht, wieso mein Deck-Tracker gerade falsch angezeigt wird. Normalerweise sehe ich immer die Karten, die ich im Deck habe, die ich ziehen kann, jetzt nicht nur die ich schon auf der Hand habe. Aber ich habe diesen komischen 10-Mana-Typ, der mir dann. Oh, nice. 10 Mana-Typ, der die ganzen Gestorbenen wieder herruft. Barnes. Vier, fünf, ja. Jetzt ist die Karte auch cool, weil ich kann über 30 Leben gehen. Ich kann bis 40 Leben jetzt hochgehen. Er nur bis 30 und deswegen kann ich mich fast immer healen. Wirklich voll aufs Face. 15 Leben nur noch. Jetzt kommt noch irgend so ein scheiß Fackel oder so ein Kack. Hat der Fackel? Okay. 15 Leben ist schon ein bisschen knapp. Okay, nice. Die Karte
Karte ist gut, aber ich spiele es noch nicht. Ich werde jetzt mal extra ganz viel rausholen. So bait ich seinen Flamestrike raus. Eventuell. Oh, die Karte ist auch richtig insane. Die muss er jetzt eigentlich töten, weil sonst hätte er ein richtiges Problem. Wenn die Karte stehen bleiben würde, den hinterher Zucker. GG. Aber passiert ganz selten, habe ich noch nie gehabt. Weil die Karte immer sofort zerstört wird. Ja, traded. Er sieht, dass er mich nicht one-shotten kann. Strange Strike. Kommt noch ein Flamestrike? Nee. Schade, die Karte bleibt nicht stehen. Ich hätte es gefeiert. Den anpingen. Boah, die Karte ist doch so stark, ne? Trifft. Winter treffen. Ich weiß nicht, ob das das Beste war. Oh, nice. Die Karte countert ihn jetzt richtig hart. Das war nicht gut, dass du die Karte hätte treffen sollen. Ich hätte jetzt gerne den hier gespielt, aber nicht möglich. Ich musste leider das hier machen, weil das einfach so effektiv ist. Zwei Mana gegen vier Mana traden. Und er hat keine Karten mehr. Ich habe jetzt noch 17 Leben. Und jetzt werde ich die Karte hier spielen. Hat er jetzt einen Flamestrike noch? Und zack, wieder Board voll. Ja, schiebt das. Aber das zu schieben ist nicht das Beste, nur von den Stats her. Nice, jetzt habe ich noch die Karte. Keine Karten mehr. So. Hätte natürlich auch das hier ausspielen können, aber das hebe ich mir noch auf. Bitte kein Flamestrike. Obwohl, ihr habt beide schon raus, sehe ich ja an der Grafik. Ja gut, das ist akzeptabel. Oh, unlucky. Hier noch eine Karte. Oh, nice. Und jetzt müsste er eigentlich tot sein, wenn er jetzt nicht AOE hat. Ja. Er kann nichts töten und ich führe jetzt meine beiden Karten. Ne, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Dann haben wir hier eben zwei Leben drauf. Die Karte. GG. So funktioniert das Deck. Ist wirklich eines der geilsten Decks, die ich jemals hatte. Kann ich euch nur empfehlen, nachzubauen. Ich zeige es nochmal, weil die Grafik irgendwie ein bisschen blöd war. Ich zeige es nochmal am Ende, damit es jeder sehen kann. So sieht das Deck aus. Wirklich
extrem empfehlenswert. Ich habe dafür extrem viel gecraftet. Ich kann dir mal noch mal kurz hier rein zeigen, ich hatte noch so wenige Legis, ich hatte über 30. Ich hatte den hier, den hatte ich auch. Ich möchte ja nicht alles durchgehen, aber ich hatte wirklich viele Legis. Ich muss mal kurz was in craften. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Videos sehen wollt. Daumen oben nach da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao.